Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's, was Braues, und heute eine weitere Folge zu dem Monologist. Auch heute wieder mit dabei ist Red Dragon und auch von meinen Zuschauern wieder willkommen. Ja, letzte Woche hat das so, hat das recht Bock gemacht, deshalb sind wir heute nochmal zusammengekommen, um nochmal eine weitere Folge aufzunehmen. Mal gucken, was ich eigentlich, ich wollte gerade schon sagen, ich war jetzt hier gerade bei der Sanity am gucken und da war meins schon auf 97. Und ich dachte, wir sind hier noch nicht mal raus. Aber wir machen wieder unser klassisches Ausrüstungsgedöns. Hast du dein Zeug? So. Jo. Super. Mal schauen. Mal gucken, ob wir uns heute auch wieder erschrecken, ob uns die Geister heute auch wieder. Letztes Mal gab es ja lustige Sprachfehler und allgemeine. Alter, Sprachfehler, es gab Demenz bei mir. Mhm. Das Alzheimer hat da richtig gekickt. Für die Leute, die nicht wissen, was, ich blende sie nochmal kurz ein. ISG Geister, okay. EMF haben wir noch. Und Ektoplasma, Digga! So, wir haben jetzt alle wieder gelacht, wie schön. Jetzt gehen wir wieder in diese. Ich bin. Oh mein Gott! Ich hab's vorhin noch gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hab ich gesagt, ey, das ist diese eine Map, wo da dieser Typ aus dem Fernseher gekrochen kommt. Jetzt kam der schon wieder, aber ich hab mich nicht erschrocken. Ich auch nicht, weil ich zum Rücken da war. Ja, ich hab mich umgedreht und seh's einfach nur. Wir gehen wieder in Stiefmutters Keller. Hier sind auch legendäre Szenen schon passiert. Maria Room. Aber die Tür geht leider nicht auf. Hier wäre ein Schrank. Wie du immer auf Schränke schaust. Man weiß ja nie. Ist hier der Geisterraum? Nee, ist über 20 Grad. Interessant, interessant. Achtung, du vergisst hier eine Tür. Du vergisst eine Tür, du mich. Ja, weil hier sowieso nichts mehr ist wahrscheinlich. Ah, blöd. Na, hier ist nichts mehr. Doch, weißt du, was hier noch zu finden ist? Red Dragon? Hm? Dann erzähl. Deine Ehre liegt hier noch irgendwo auf dem Boden. Nein. Du findest es witzig. Ha? Warum steht die Vase auf einmal hier? Die stand doch vorher schon da. Ja. Glaube ich. Doch, die nicht. Vernommen zu haben. Whatever, gehen wir mal nach oben. Oh, ich habe eine Halluzination. Schön. Ich nicht. Ich habe mal wieder zu hart an den Johnny gezogen. Junge, stell dich hier hin, wir müssen uns ein Selfie machen, warte. Smile. Smile. Oh. Jetzt steh ich scheiße drauf. Ich sehe gar nichts, wo ist das so? Ah du, hier ist übrigens der Geisterraum, fällt mir gerade auf. Hier? Ja, unter 10 Grad. Ja, gut. Dann gehe ich mal weiter das Zeug. Dann haben wir das ja ratzfatz. Hier haben wir das wieder gedönst. Das heißt nicht gedönst, sondern gefunden. Ja, die ist am Arsch. Eine Aussprache heute auch wieder, ha? So. Lass mal meine Aussprache. Ich bin Holländer, ich darf. Ich merk's. Cyclone ST. Hm. Heißt das Haus. Schön. Wo bist du? Where are you? In deinem Arsch. So, machen wir hier eine Kamera hin. Hast du die Tür geöffnet? Nee. Irgendwelche Fingerabdrücke? Warte mal schauen. Nein. Nix, ne?
Lassen wir alles so, wie es ist. Und es wird hier nicht dran gerüttelt oder so gegen das. Hier noch mal eine Kamera holen. Yes, es ist gut. Man muss ja die Sachen immer mehr Okay, wir durchhängen. haben Gefrier. Wir müssen ja die Sachen immer in mehreren Perspektiven anschauen, deshalb hole ich mehrere Kameras jetzt noch. Ja, wir haben aber Gefriertemperatur, ne? Ja, ich weiß, ich hab's Und gewusst. Staffelei. Und Staffelei. Oh, Der jetzt kommen Geist ist Erdbeben. gut in Staffelei-Rennen oder so, wie man das nennt. Staffetten. Was ist Staffetten, Alter? Was meine ich mit Staffelei, Alter? Oh, das ist ein schönes Bild. Ja, wirklich. Wunderschön. Hat er irgendwelche Türen geöffnet? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich Das war ja nur hörst im du. Raum. Das hörst du. Okay, EMF kann Normalerweise. es noch sein. Fingerabdruck kann es noch sein. ESG kann es schon mal nicht mehr sein. Ektoplasma könnte es sein. Und Geisterbox könnte es noch sein. Where are you? Say something, sage irgendwas, mach. Er ist nicht so aktiv, ne? Uah, bin ich jetzt erschrocken, aber das war nur Kleider. Ja, ESG ist es auch nicht. Jetzt wissen wir ja, wir wissen ja mittlerweile, wie es aussieht. Und ich sehe nichts. Ey, bist du gerade am Lichtschalter am rumspielen? Nee, muss mir sagen, welcher. Ich bin gerade gegangen, Ja, aber das weiß ich nicht. ich gehe mal durch die Hütte. Ich höre einfach nur tak, 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 wie so ein Lichtschalter. Bist du das? Nein. Ich höre oben ständig Geräusche, Mann. So, Ektoplasma ist es nicht. Oh, Alter, bin ich jetzt erschrocken. Was ist passiert, Junge? Walter! Was ist los, Junge? Eine alte Frau, Junge! Alter, freue mich schon auf die Aufnahme. Damit hab ich nicht gerechnet, wirklich nicht diesmal. Aus dem Grund, weil ich mich konzentriert habe auf Fingerabdrücke. Der Geist ist heute gar nicht aktiv. Nee, frag mich auch, welche Lichtschalter der angefummelt hat. Ja, wahrscheinlich den hier. Aber sie keine Fingerabdrücke drauf, das regt mich immer wieder auf. Ja, dann ist Fingerabdruck ja schon mal weg. Also es kann nur noch EMF oder Geisterbox sein, warte. Komm mal zu mir. Where are you? Wo bist du? Sag etwas. Warte, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ich will mal was gucken. Wie die Person heißt oder was? Nee, ja, das könnte man auch eventuell gucken. Was geht mir vor allem? Selbst wenn jemand neben dir ist, wird er dir antworten. Er heißt Gerald Bone. Gerald Bone. Die Bohne. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ich gehe bleib mal an der Kamera. Where are you? Sag mal was. Hallo. Du Michi, Gerald Bone. Aha.
erschrocken? Nein, aber wir haben unsere wunderbaren Beweise haben wir. Es ist EMF-5 und dabei handelt es sich um ein Meer. Hm? Hey! Um ein Meer. Ein Meer. Digga, ich wollte gerade so in die Wohnung gehen und so twerken, oder? Und in dem Moment ploppt so eine Frau vor mir auf. Boah! Die alte Frau? Ja! Ja, die hat mich auch erschrocken. Digga, aber auch vor der Eingangstür, ne? Ich war noch draußen und der ploppt so drin. Achso, du wartest schon auf mich im Auto. Ja, ich habe auf den Lichtschalter geguckt und dann plötzlich war die vor mir. Alles klar, Digga. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, da sind wir wieder zurück. Diesmal bei Habiba Lara. Die hat wahrscheinlich, ich wollte eigentlich Habibi schreiben, aber hat verkackt. Ah ja, und übrigens haben wir noch etwas rausgefunden, warum es bei uns so einfach war. Wir waren auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Deshalb ging es uns jetzt momentan auch immer so einfach. Genau, und ich sollte das jetzt eigentlich geändert haben. Wir werden es nachher sehen. Weil nachher habe ich geklickt ganz schnell, aber ich dachte, ich hätte nochmal einfach gelesen. Deshalb, wir werden sehen, ob diese Runde auch wieder so einfach ist und sonst. Ja. Vielleicht gibt es dann auch mehr Jumpscares, wenn wir auf Schwierige sind. Das wäre auch witzig, weil dann erschrecken wir uns. Diese Map mögen wir beide ja weniger, weil wir hier immer irgendeinen Scheiß erlebt haben und meistens gestorben sind. Ich höre schon wieder ein Geräusch. Ich auch. Die Musik, die war hier noch nie, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich würde mich dran erinnern. Ding ist, ist hier auch kein Schrank. Hier liegt ein. Warte, ich muss kurz was wegwerfen. Hier liegen Tarotkarten. Hm? What the fuck? Oh! Ich nehme nochmal eine. Void, Sun, Void und. Nochmal Sonne. Soll ich nochmal eins nehmen und dann ist wieder Void? Death! Oh, er huntet! Ja. Wir sind am Arsch beide. Nicht mehr. Oder schon? Ne, der handelt nicht mehr. Ey, willst du mal eine Karte ziehen? Nein, er hauntet bei mir. Ja, bei mir nicht. Ich bin jetzt im Schrank. Hä? Ich bin tot, aber warum? Ich war ja im Schrank. Nein, bist du tot? Ja, aber ich war Scheiße, nein! Warum? Ich war ja im Schrank. Okay. Ja, und nu? Muss ich die Scheiße alleine machen? Mhm. Ah, das gefällt mir gar nicht. Das ist komisch, ich war ja in den Schrank gelaufen und dann, keine Ahnung. Ich war wieder zu gierig. Mit den Karten. Ich hätte einfach keine ziehen sollen. Mhm. Hast du jetzt etwa eine Karte gezogen, damit ich gestorben bin? Naja, ich habe so eine Tarotkarte gezogen und da stand Death. Also ja, tot. Deshalb. Da muss ich mich nicht fragen, warum ich in den Schrank gegangen bin. Ja, aber warum bin ich denn nicht gestorben, obwohl ich derjenige bin, der... Weil du eine Karte gezogen hast. Ja, aber dann sollte ich ja derjenige sein, der verreckt, oder? Anscheinend nicht. Weil ich habe es ja versucht, ich bin ja versucht in den Schrank, also in den Spind zu gehen, aber das war ja gar nicht möglich. Jetzt sind die, haben sich die Karten auch verpisst, die sind jetzt weg. Mhm. Ah, ne, die liegen da auf dem Boden. Ich zieh nochmal eine, ich will auch wissen, was passiert, wenn...
Du hast wahrscheinlich, Slave. weil du eine Karte gezogen hast, einen Fluch auf mich geschossen. Deshalb. Sehr wahrscheinlich. Ich ziehe jetzt einfach noch mal ein paar. Ich bin jetzt will ich bin süchtig nach den. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich. Ja, er kommt. Jetzt bin ich in den Schrank. Und der hat aufgehört zu handeln und ich lebe noch. Bei mir nicht. Komisch. Ah, du liegst hier sogar auf dem Boden. Oh, jetzt handelt er. Ey. Oh ja, da ist er. Da ist er. Aber jetzt glaube ich gegangen. Oh, ich bin doch tot. Ich wollte wissen, wo der jetzt hingeht, um in den Kreis zu laufen. Ja gut. Ja gut. Naja. Da gehen unsere. Da geht unser Geld. Sagen wir es mal so. Obwohl ich habe 22.000 bekommen. Oha. Tatsächlich war noch auf einfach. Ich habe vergessen, auf Übernehmen zu drücken. Alles klar. Ja, und nächstes Mal lass die Finger weg von Karten. Okay, das ist jetzt auch so. Das können wir jetzt so machen, oder? Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Egal. Karten einfach nicht mehr berühren. Nee. Wenn jemand eine Karte sieht, renn um dein Leben. Obwohl es tatsächlich eher das Gefühl habe, dass es deine Inkompetenz war, die dich getötet hat. Oh ja, die Map, die mag ich. Das ist die japanische. So, Oh. und wir sind mal wieder zurück jetzt von den Toten wieder auferstanden. Vor allem, was ich noch witzig finde, ist, wie ich vorhin so gesagt habe, oh, der Abandoned House mögen wir nicht, weil da passiert immer ein Scheiß. Und genau was ist passiert? Wieder irgendein Scheiß. Das war ja auch klar. So. Los geht's in die Jutebude. Hier war das letzte Mal so eine Frau. Die ist jetzt anscheinend nicht da. Doch, wenn es so. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendwann noch mal was aufploppt. Weil jetzt sind wir auf Mittel. Das bedeutet, jetzt habe ich noch mehr Angst, dass irgendwas vor der Fresse ploppt, weil die Chance, dass was vor die Fresse ploppt, größer ist. Hab grad Halluzinationen gehabt. Aber ich tatsächlich nicht. Aber die Jumpscares sind gleich, oder? Oder haben wir jetzt noch andere Jumpscares? Das wäre natürlich noch asozialer. Wieso nach unten gegangen? Hä? Wieso ist er mir vorbeigelaufen? Ja, ich bin bei dir, aber ich bin jetzt bei der Toilette. What the fuck? Genau gegenüber Deshalb. dir. Ding ist, ich sehe aber ja auch hier keinen Schrank oder irgendetwas. Nee, das haben Japaner nicht, weil. Ah, hier ist der Erste. Aber wenigstens kann man in dem Game zu zweit in einen rein. Weiß noch in den Backrooms? Ja, das geht das nicht. Dort ist der Schrank gefühlt noch größer, aber man passt nur einer rein. So, den Raum noch nicht gefunden. Nein, tatsächlich noch nicht. Der müsste ja hier irgendwo sein. Außer man. Hinter dir. Ist das eine Hexe oder was? Tschüss. Der Raum, der wird hier sein.
Aber ich habe über 10 Grad. Das ist irgendwie komisch. Warte, ich gehe noch mal raus. Wow. Wow, Alter. Nee, weil die Temperatur ist hier genauso hoch wie alle anderen auch. Das ist nicht der Geisterraum. Doch, nee. Nee, nee, ist nicht. Ist er nicht. Also diese Hexe habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. War jetzt auch noch Hier auch. witzig. Hier auch nicht. Na. Der Geist hat auch keinen Dünnschiss. Hier wäre ein Schrank. Hä? Der war vorhin bei mir noch nicht da, oder ich habe ihn übersehen. Dann haben wir den Safe übersehen. Das ist komisch. Sehr. Das muss ja fast dort hinten sein, wo Where das Bild are ist. you? Oder was soll man hier asken, frage ich mich. What the fuck? Where Wieso is the ist ghost room? Ja, dann muss es da hinten sein. Die Temperatur ist hier. Jetzt ist sie unter 10. Ja, jetzt ist es deutlich. Ey, das finde ich so scheiße, dass man hier immer erstmal dreimal durch das Haus laufen muss, um festzustellen, ob es der Geisterraum ist, ja oder nein. Wie Hä, das wo? diese, weil wir es auf Mittel gestellt haben, noch schwieriger jetzt zum Herausfinden überhaupt. Ja, das Weißt kann du? sein, ja. Wo bist du eigentlich? Schon wieder gegangen? Ich gehe jetzt andere Zeug holen. Der verpisst sich einfach, während ich noch da bin im Raum. Habe keine Lust mehr. Wie im letzten Part, dass du auch du gehst. Ich habe gekündigt für eine Zeit lang. Eine Woche später hat er wieder kein Geld gehabt, hat er gesagt, okay, lass nochmal eine Runde. Genau, ich wegen Geldproblemen habe ich wieder angefangen. Da hast du genau recht. Hätte ich mir mal einen anderen Job gesucht. Hättest du ja. Aber ich habe keinen gefunden, das war das Ding. Eben, ja, dich nimmt auch keiner mehr, ne? Weil du schon Geister gejagt hast. Die denken immer, man nimmt die Dämonen mit, weil, oder? Das habe ich auch das Problem, deshalb mache ich es auch noch. Und das ist sehr traurig eigentlich. Wenn Sie mich fragen, was hast du da früher gemacht? Geister Dämonen gejagt. gejagt. Dann schauen Sie mich nur blöd an. Was haben sie früher gemacht? Ja, mir in die Hosen geschissen. Also, hier habe ich jetzt nicht gerade gesagt, ne? Ja, man macht ein bisschen Humor. Das Steffelei ist noch unbemalt. Kannst du was draufmalen? Du mein Arsch, danke. Wollte schon sagen, bewegt dein Where Arsch are nicht. you? Ah, es friert. Nimm das Eis mit. Hab lieber Schokolade. Ja, Geisterbox. Da ist der Box auch, okay, wo ist sie? Schau, ob du irgendwelche Flecken siehst. Ich wollte gerade. Ja, der ploppt da zweimal von meiner Fresse auf. Ich wollte gerade was sagen, aber ich habe dann im kurzfristig entschieden, es nicht zu sagen. Wäre natürlich ein Clip geworden des Jahrtausends, aber.
Okay, ESG kann jetzt schon mal nicht mehr sein. Oh, oh sorry. Das war der Geist, sagen wir es mal so. Genau. Na, ich glaube, wir brauchen keine dritte, zweite Kamera. Eher ein Leiter, damit wir etwas sehen. Okay, ESR. Hast du schon geguckt für Fingerabdrücke? Nee, noch nicht. Es gab ja auch noch keine Anzeigen, er hat ja nichts angefasst. Doch, jetzt hat er irgendwas, jetzt ist irgendwas berührt. Lichtschalter? Nee, es ist einfach irgendein Objekt umgefallen. Meistens sind sie am Lichtschalter oder an der Tür. Ja, aber die können auch so aufploppen, ohne dass er was macht, oder? Hatte ich bis jetzt noch nie, aber weiß ja nicht. Ektoplasma ist es auch nicht. Wenn es kein Fingerabdruck ist. Okay, interessant. War nicht relativ nicht beeindruckt, aber okay. Ein Licht. Geht also um eine Frau, die irgendwo runterfällt, sehe, habe ich jetzt gerade mitbekommen. Ah ja. Staffelei, hast du schon? Oh nein! Das war jetzt genau ja, das, was uns noch fehlte. Ein Handtuch. Ein Handtuch? Dem fehlt das Handtuch. So, ich bin raus heute. Ich gehe. Ciao. Ich quitte meinen Job auf erneut. Du hast einen Return gemacht, hast deine Kohle geschaufelt, jetzt gehst du wieder zurück. Genau, meine 2.000-3.000 bekomme ich jetzt. Das genügt mir für 2-3 Monate. Nimm doch die Rolli auf dem EMF-Gerät mit. Ja, genau. Kann man verkaufen. Und hatten wir recht, es war ein Handtuch. Ja, natürlich war es ein Handtuch. Sehr gut. Was ich mir überlege, wir haben bis jetzt immer nur die Geister gemacht, aber wir haben noch nie die Nebenaufgaben mitgelöst. Ja, was soll ich denn da auch? Ich hab das noch nie gesehen. Hier steht, was hätte man noch machen können? Finde die Katanas und platziere sie wieder an ihre Plätze. Löse das Geheimnis der Gemälde. Führen sie ein Ritual auf dem Pentagramm durch. Und ein Exorzismus. Noch nie, ich habe alles von denen noch nie gemacht. Ich auch nicht. Ich werde mich mal damit befassen, wie man das macht. Dann können wir das in der nächsten Folge, wenn es mal wieder eine gibt, das mal ausprobieren. Ich glaube, dann kriegt man richtig fett Kohle. Dann kannst du wirklich nachher in Frührente gehen. So. Oh, nicht schon wieder Abandoned House. Oh ne. Ich hab überall Juckreiz bei mir. Also, jetzt sind wir wieder dabei bei Chelsea Bates. Mal schauen. Der andere hat sich schon verpisst. Ey, warte doch mal, ich bin noch nicht so weit. Ich komme. Ich dachte, du wärst hinter mir. Du bist einfach gegangen, ohne was zu sagen. Also, was lernen wir aus letztem Mal, wenn du Karten siehst? Dann lassen wir es. Dann fass ich sie an. Was? Du ziehst welche. Ja, die lagen hier, die sind jetzt weg. Sehr gut. Sehr interessant. Höchst interessant, ja. Genau.
Überhaupt nicht. Nein, oder? Was machst du? Was gucken? Aha, ja, Geisterraum ist hier. Sehr gut. Man kann es auch mal schnell finden, also waren wir die anderen Male beide einfach nur gehirnstot. Sozusagen, ja. Einfach grenzdebil. Der Titel dieser Folge: Ich verfluche Red Dragon und sind beide grenzdebil. Ich habe gerade Phantom hören. Was? Ich habe gerade das Gefühl, als würde ich immer das EMF-Gerät von dem Ding hören. Immer dieses Ich hab's nicht mal dabei, Junge. Trotzdem habe ich im Ohr habe ich das Gefühl, dass ich das höre. Hä, oh, da ist die Tür, Junge. Junge, ich wollte gerade aus dem Fenster laufen. Heute wieder auf superintelligent unterwegs. Hallöchen. Popöchen. Wo hast du eigentlich das Staffelei hingedrückt, Alter? Da hinten. So, dann drücke ich hier jetzt die Kamera hier hin. Hallo, hallo. Sag mal was. Say something. Do something. You're stupid. You're dumb. Go die. Oh, you're already dead. Ist nächste Zeug holen. Ja. Auch nur so eine Sache. Jedes Mal muss ich hin und her rennen. Ja, das muss ich auch. Schön, ich sehe einen Scheiß. Mir ist heiß. Es passiert da wieder nichts in dieser Bude. Daniel kommt mit einer Kerze, der lädt den Geist zu einem Candlelight Dinner auf. Ja, klar. Der bumst auch wirklich alles. Junge. Brauche hier Licht, sonst sehe ich auf der Kamera nichts. Ich bleib hier im Raum. Viel Spaß. Danke. Ich twerke ein wenig in der Mitte. Was? Du twerkst in der Mitte. Ja, in diesem Kreis. Mal gucken, da was passiert. Ach ja. Ja, man sieht's. Nichts passiert bis jetzt. Ich hole noch die dritte Kamera und noch mal eine Kerze. Ich
Ich bin immer derjenige, der alles mit Kameras ausrichtet. Obwohl die Kameras tatsächlich nicht viel bringen in dem Ich Spiel. hatte, ja gut, du kannst wenigstens, wie soll ich sagen, vom Wagen, einer vom Wagen und einer ist dort beobachten. Ja gut, das stimmt. So, es ist auf jeden Fall kein Ektoplasma. Vielleicht müssen wir beide den Raum einfach mal verlassen, damit der Geist hier sein Zeug machen kann. Mal gucken, was die Nebenaufgaben gibt. Vielleicht lohnt es sich ja mal, was davon zu machen. So ruhig ist sowieso. Schieße ein solides Foto vom Geist. Führen Sie ein Ritual auf dem Pentagramm durch und sorge dafür, dass der Geist die Kerze auspustet. Okay, eine Kerze haben wir platziert. Das ist eigentlich, muss nur noch passieren. Bist du noch da? Ja, Ah, ich schaue super. gerade auf die Kamera. Und der Exorzismus, das könnte auch noch witzig werden, wenn man das mal probiert. Um den Geist zu exorzieren, musst du die fehlenden 5 Finger von Celestine Bates finden und sie in den Ritualbereich im Keller platzieren. Wir müssen also noch Finger suchen. Deine Sanity ist auf jeden Fall weiter unten als meine. War ja auch eine Weile unten im Raum. Hä? Gut, ich starte mich schon mal mit einer Fotokamera aus. Autsch. Und dann würde ich sagen, wir gehen durch das Haus und versuchen entweder ein Pentagramm zu finden oder ein Finger. Und das, was wir als erstes finden, versuchen wir zu machen. Oder? Jo. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Aber jetzt gehen wir erst unten in den Geisterraum, gucken, ob der wieder was getrieben hat. So wie ich auf den Kameras gesehen habe, nicht. Wo? Ein Kind. Ja, ich hab zu spät gedrückt. Erschreckst du Ich dich hab. immer bei Kindern? Hast du Angst vor Kindern? Nee, aber ich bin erschrocken ab dem Drecks-Ton. Tom, 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 tom. Ist noch gar nichts passiert, Junge. Kameras sind in allen Ecken platziert. Gut, ja gut, dann. So gehen wir auf, machen wir uns auf die Suche. Was wollen denn die Finger sein? Wo bist du jetzt hin? Ich bin hier in die Küche, weil es ist eine Frau, vielleicht hat die da ja was gemacht. Ich weiß ja nicht, wie die Finger aussehen sollen. Ich eben auch nicht. Aber die werden halt aussehen wie Finger. Die Frage ist, wo liegen? Man kann ja keine Schränke aufmachen. Das heißt, die müssen irgendwo auf dem Boden liegen oder so.
Soll ich meine Kerze holen und damit rumrennen, dann sehen wir vielleicht, ob er meine Kerze ausmacht. Oh ja, Wenn's das ist kalt eine ist. gute Idee. Ich hol meine Kerze. Ah! Ich habe ein Foto gemacht. Ist das der Geist gewesen? Keine Ahnung. Ja. Ach Mann, heute ist ein bisschen wieder, aber so lange wie er sich Zeit lässt, der Geist. Der hat Zeit, der Geist. Kann man das ruhig machen? Okay. Ich wohne nicht. Im Gang liegen die Karten. Die fassen wir nicht an. Hier, schau mal auf den Boden. Da liegen hier auf dem Blumentopf liegen die wieder. Ich habe immer noch keinen Finger gesehen. Vielleicht hier im Dings, in der Werkstatt hat sie, wollte sie was schleifen und hat dann aus Versehen den Finger abgehauen. Irgendwo ging auf jeden Fall eine Türe zu. Sehr gut. Er fängt dann zu haunten, wenn ich irgendwo am Rande stehe. Ich Ich bin gehe tot, kaputt. ich bin tot. Ernsthaft? Nu. Alter. Ja, ich hab jetzt. Wir sind jetzt durch die ganze Wohnung und es war kein Finger zu sehen. Ja, dann werde ich jetzt genauso tot sein wahrscheinlich. Bald, ja. Soll ich mal in den Keller runtergehen? Ja, mach mal. Ich sehe ja noch genug, vielleicht finde ich ja die Finger. Das Ding ist, es ist jetzt so lange nichts passiert. Langsam nervt es mich ein bisschen. Es ist zu lange nichts passiert. Nichts mal, nicht mal Staffeleien oder irgendetwas. Die Kerzen brennen noch. Ist immer noch nichts. Ich habe langsam genug. Such mal den inaktivsten aus. Soll ich Also googeln? inaktiv. Nein, den inaktivsten Drachen raus hier im Game. Kannst du ja. Kannst du das Handbuch eigentlich noch öffnen? Ja. Da sind ja die verschiedenen Geisterarten drin. Ja. Gefriertemperatur. Haben wir? Jo. Also das tut schon mal eine ordentliche Sache raus. Aber ich glaube, wir haben den falschen Raum. Wieso? Weil genau hier, wo ich jetzt stehe, im Gang, Ja. ist Gefriertemperatur. Wo im Gang? Oben? Oben, ja. Warte, wo bist du? Oben Richtung da, wo wir immer. Aha! Hier sind Gefrier. Ja gut, dann musst du die Sachen umplatzieren. Oh mein Gott. Ja, tut mir leid. Ich bin tot, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Nase voll. Ich sterbe wahrscheinlich auch noch. Naja, dann wäre das ja super. Hatten wir schon mal einen Dämon? Nicht, dass ich wüsste. Ich gehe jetzt mit dem Ding hier durch. Mit dem EMF-Gerät. Ja moin, aber die Beschreibung passt ja mal null zu einem Dämon. Wait a moment. Willst du Jetzt die ist Be die Gefriertemperatur ist jetzt wieder weg. Also der bewegt sich, der ist gar nicht an einem Punkt die ganze Zeit.
Finger hier. Nee. Aber bitte. Er hat die Kerze ausgepustet. Das ist gut. Doch, jetzt ist er wieder da. Ja, dann ist er doch immer da. Im F2. Ne, was ich sagen wollte, die Beschreibung von einem Dämon. Wie würdest du einen Dämon beschreiben? Arschloch. Naja, was würdest du sagen, was ist so ein Dämon, was macht so ein Dämon aus? Er ist sehr aggressiv. Mhm. Würdest du ihn... Also, okay, ich lese einfach mal die Beschreibung von einem Dämon. Dämonen, also Demons, sind in der Regel als ruhige, gelassene Geister bekannt. Sie haben einen schwächeren Beutetrieb als andere Gattungen. Aber wenn du es schaffst, einen Dämon zu verärgern, wird er nicht aufhören, dich zu jagen, bis er dich tötet. Ich würde sagen, der jagt dich so oder so, bis du tot bist. Egal, ob du ihm Pist macht oder nicht. Hast du die Staffelei schon geholt? Ja, warte, ich hatte hier gerade einen Hubschrauber, der mächtig laut an mir vorbeigeflogen ist. Ach so. Nee, ich hole jetzt noch die Staffel. Er hantet. Ja, sehr gut. Und ich bin tot, weil ich nicht rennen kann. Bist du tot? Ja, jetzt rein da. Bin im Schrank. Digga, ist gerade dann vorbeigerannt wie Roadrunner. Ich hab mich daran erschrocken, Junge. Echt jetzt? Hast du ja gesehen, der da vorbeirennt? Ja, weil ich bin auch bei dir vor davor. Weil ich kann den ja sehen, den Geist. Junge, ist der Hand lange, Alter. So, fertig, Hand ist vorbei. Ah, hat er mich nicht erwischt. Schade. Oh, darf ich jetzt die Staffelei holen? Pissnelke. Haben wir bis jetzt nur Gefrier? Ja. Ich sehe wieder nichts. Ich bin immer hinter dir, nur dass du es weißt. Okay. Ich häng so blöd in der Tür, Junge. Staffelei ist auch hier. Gut. Was ist los? Irgendwie ist meine Taschenlampe fast ausgegangen. Hast du die Tür zugemacht? Nein. Ey, kannst du sie wenigstens öffnen? Doch. Also ist sie wieder zu. Boah, ich wollte schauen, ob irgendetwas davor ist. Aber ich kann durch Türen durchgehen, alles ist. Schön, alles mit Knochen verziert. Ich liebe es. Ja, Knochen sind mein Liebling. MF2, aber MF5 war noch nicht. War hinter dir, erst genau vor dir? Ja, sehr schön. War das aber EMF5? Warum? Nein. Ne, dann kannst du es wegmachen, dann ist es definitiv kein EMF5. Was muss ich noch holen? Fingerabdrücke musst du noch absuchen. Das ist so eine Sache mit den Fingerabdrücken hier im Gang. Aber warum... Warum war es denn vorhin... Hattest du unten nicht, Doch, die Temperatur war unter 10 und das ist meistens immer ein Zeichen, dass, der Geisterraum da ist. Sehr komisch. Ich habe auch keine Fingerabdrücke hier, nix, obwohl er die Tür ja angefasst hat. Gut, Fingerabdrücke also auch nicht. Ich muss jetzt noch ein Ektoplasma holen. Ein Ektoplasma wäre noch gut, ja. Ja, dann hole ich das sonst. Wo
Und ich ist hier überhaupt. Hat er nicht irgendwo ein Licht ausgemacht? Keine Ahnung. Die blöde Kuh. Also diesmal habe ich mich überhaupt nicht erschrocken. Ich bin einfach unnötig gestorben. Ich weiß auch nicht mal mehr, warum ich gestorben bin. Er hat gehauntet, aber das Ding war, warum hat er mich nicht erwischt? Weil ich war ja draußen. Du warst ja vorher. Du warst ja davor. Ja. Und so was. Nee. Das wird eine lange Runde hier. Lange Runde ist gute Runde. Wo bist du? Im Schrank. Ey, Hand ist schon wieder vorbei, Digga. Digga. Muss ich. Ich habe ja auf meine Sanity nicht geachtet. Jetzt hauntet er. Schon wieder. Mama mia. Aber wie gelassen ich das okay. Noch nehme. Hand ist wieder vorbei. Wäre froh, wenn er mich endlich mal in Ruhe lassen würde. Ding ist, wo soll ich jetzt irgendwelche Flecken sehen? Ja. Ektoplasma? Ja. Oh mein Gott, also ich könnte ein Dämon, ein Raichu oder ein Mühling sein. Für Dämon brauchen wir Staffelei. Für Raichu brauchen wir ESG und für Geisterbox ein Mühling. Dann muss ich die Geisterboxen holen. Yes. Mein Gott, dauert das lange, bis ich das Zeug habe. Und Staffelei ist ja schon da, das ist ja noch nichts drauf gemalt, oder? Da ist noch nichts drauf gemalt gewesen, ne. Coole ist auch, dass der Geisterort ist genau neben einem Schrank, das heißt, wenn er hauntet, kann ich direkt in den Schrank rennen. Gut, ob das so eine intelligente Idee ist, ist natürlich die andere Frage. Wieso? Ja, wenn der Geist sieht, wie du in diesem Schrank bist, dann weiß er, dass du da bist. Also dann du kennst diese Logik von dem Spiel. Dann poppt der geistig so oder so. Wenn's blau. Ja, ja, wenn's blau leuchtet, dann ist. Ja. Wo ist Geisterbox? Es ist ein. Ein Mühling. Mühling. So, jetzt aber raus hier. Komm schon. Jetzt hantet er nochmal und fickt dich auseinander. Nein! Irgendetwas hat war da hinter mir, keine Ahnung. Ey, warte kurz, warte kurz. Ich möchte mit ins Auto. Ich bin schon. Ich will, dass man mich nicht, dass man mich hier alleine lässt. Ich will nicht hier alleine bleiben. What the fuck bist du? Ah, da. Ja, du kannst kommen, ich bin beim Auto. Ich fahre. Als toter Mann. Es war noch die richtige Geisterart. Puh. Boah. Gut, Jungs. Dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.